Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von Infracta und ich bin wieder in The Mighty Quest for Epic Loot. Und mittlerweile bin ich Level 7, beziehungsweise eben ein lustiger Zauberer. Ich zeige euch mal, also der hat mittlerweile auch hier so Dinge freigeschaltet, die ganz witzig sind, so Fähigkeiten. Genau, mein Schlosswert, auch schon ganz ordentlich, ja. Mein Kampflock, Moment, mach ich mal wieder zumachen. Wie geht denn das? Also, okay. Und das Inventar, ja, also mittlerweile hat ganz gut Stuff gesammelt. Muss ich nachher mal checken, hat wieder einen Haufen neues Zeug zusammengesucht. Ich bin nicht ganz schlau geworden, was jetzt irgendwie wegen Ostern ist oder was das hier bedeutet. Ob es hier irgendwie ein Event gibt, das habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Und ich habe mich einfach so ein bisschen vergnügt. Ich wollte, bevor ich jetzt Graf Nottingham, ist Nottingham dann doch mal angreife. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Und zeige ich euch noch meine Burg. Die habe ich, habe das auf der Skin umgestellt, damit sie halt aussieht wie ein Wald und nicht wie eine klassische Burg. Ich finde das irgendwie cool. Das sieht so ein bisschen aus wie hier Ruine eben im Wald. Das finde ich irgendwie extrem schick. Außerdem verwirrt es, glaube ich, andere Spieler. irgend so Deko-Zeugs habe ich noch reingepackt. Hier so eine Fallenbatterie. Hinten dran in der Barrikade habe ich meine Truppen versammelt. Da habe ich mittlerweile auch Zyklopen und Hunde. Bogenschützen hier nochmal gegen die Sandsackbarrikade und Truppen. Hier hinten habe ich auch mittlerweile eine... Genau, habe ich Minen. Na, die werfen auch ganz gut ab. Ach, ich kann die upgraden, cool. Na, es fehlt wieder ein bisschen an Geld, ja, wir haben gleich genug. Und genau, Schlossherz habe ich mittlerweile aufgewertet auf 7. Und die Schmiede aus. War das Schmiede? Ne, irgendwas habe ich ausgebaut. Ach, keine Ahnung, irgendwas hat schon ausgebaut. Leider ist es halt begrenzt auf 4 von 4 Räumen im Moment. Sonst hätte ich noch ein paar weitere Räume dran gebaut, damit ich ein richtig schönes Labyrinth bekomme. Auf 145 Kreaturen bin ich im Moment, beziehungsweise ich habe nicht 145 Kreaturen, sondern ich habe 145 Kreaturen Punkte. Also ein Zyklop braucht halt zum Beispiel mehr Punkte als so ein Kampfhühnchen. Ja, nach und nach muss man so eine Verteilung deutlich optimieren noch mit besseren Monstern. Ja. Ich habe ja gerade eben noch, wir haben ja auch mittlerweile Infracta hier gegründet, ja? Und einer vom Clan ist auch schon hergekommen, dessen Burg habe ich auch gerade noch getestet. Der hat gestern Nacht scheinbar ein bisschen viel Zeit gehabt, der ist nicht geschmeidig an mir vorbeigezogen, ist jetzt schon auf Level 10. Das war gerade gar nicht so leicht für meinen Level 7 Zauberer dann bei dem da überhaupt durchzukommen. So, jetzt aber, Moment, angreifen, dann greifen wir jetzt mal den an. Damit wir in das nächste Level vorrücken können. Achso, jetzt hätte ich den Zauberer nochmal optimiert. Ah ja, egal, wir werden es auch so hinkriegen. Pure evil has come knocking! Ah, hier ist ja kein Zeitlimit, also hier das, da muss ich eine gewisse Zeit erschaffen, hier kann ich ganz gut chillen. Cool, ein paar Drops. Übrigens, die Monster werden auch von den eigenen Fallen gekillt, also es gibt hier quasi Friendly Fire. Wenn man die jetzt da drüber locken würde, und dann würden die alle von den Fallen gekillt.
Ich mag meinen Zauberer. Oh, aua. Wenn wir wollen, ich muss mal rechts gehen, habe ich einen Raum, glaube ich, nicht richtig erforscht. Hier diesen großen Hauptraum. Das meine ich, so will ich ja meine Burg irgendwann mal aufbauen. Also nicht so wie der hier mit ganz viel Gedöns und irgendwelchen Rockstock an den Wänden, sondern halt einfach so groß, dass es schon ein bisschen Labyrinth ist. Hoffentlich ist mein Inventar auch leer genug. Ah, da ist er. Nee, das ist Rotzkill. Das ist Rotzkill drin, das ist aber so einer mit seinen. Das ist besser als Ländern. Soweit sind wir hier. Da ist auch Gold. Ja, ich brauche ja Gold für meine Burg auszubauen und außerdem bessere Gegenstände mal zu kaufen, den Zauberer. Zuletzt hatte ich, bis ich das Schlossherz auf 7 ausbauen konnte, hatte ich so viel Gold, dass das immer übergelaufen ist. Also ich hatte zu viel Gold, das konnte gar nicht mehr aufgenommen werden, das ging dann nur bis 2000. Ich habe das ganze schöne Gold verschwendet, bis ich dann auf Level 7 war. Aber macht ja nichts. Ist ja nur ein Spiel. Aber ein sehr schönes. Ich habe ziemlich viel Spaß. Obwohl ich glaube, auf Dauer wird das vielleicht ein bisschen sehr einfach sein. Wenn ich im Prinzip nur die Kreaturen immer nur dahinstellen muss, aber mich sonst hätten die Kreaturen kümmern. Also im Gegensatz zu zum Beispiel bei Dungeon Keeper oder ähnlichen Spielen muss ich mich immer darum kümmern, dass die... eine Rotzbarrikade. Okay, cool. Das ist ja eine geile Falle. Can you smell what the Earl is cooking? Das fände ich halt irgendwie auch cool, wenn ich irgendwie so mich um Schlafmöglichkeiten oder Trainingsmöglichkeiten oder das was zu essen bekomme, kümmern müsste. Also das ist cool auf jeden Fall angelegt von dem, aber ich habe halt nur vier Räume. Ja, mir fehlt ganz einfach die Möglichkeit, so viele Räume zu haben. Just in time. Muss ich erstmal noch aufleveln. Aber ich glaube, das wird noch ein richtig cooles Spiel, wenn ich noch höher im Level bin. Ich kann auch meinen Schutzzauber mal verwenden. Denke ich daran nie rechtzeitig. Immer nach dem Kampf denke ich, ach, ich hätte jetzt auch meinen Schildzauber mal verwenden können. Toll, das hat jetzt nicht geklappt. Ein Rotzkunde ist wieder irgendwie bedrohlich. Meine Güte, was für eine Verteidigung. Oh, wow. Aua. Aua. Schade. War doch der eine, und ist verletzt. Das hätte ich euch gerne mal gezeigt, wie die von ihren eigenen Feinden quasi platt gemacht werden. Wow. Okay.
a worthy opponent. Boah, da müsste ich getroffen werden von der Rotzbatterie. How would that feel? Das war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Gucken, was er besitzt. Ach ja. Bisschen arm eigentlich. Okay, dann gehen wir mal raus. Cool. Ja, wir werden es trotzdem mal positiv, weil es schon ziemlich cool gebaut ist. Verwinkelt mit den Rotztümpeln und diesen Glibberfallen. Ist mir schon gut gefallen. Dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, weil ich bin es ja cool. Man, the only thing that stands between you and a fortune in gold is a lifetime of thankless hard work. I'm kidding. Just get out there and steal it. Ja, voll. Jetzt habe ich direkt irgendwie wieder Lust auf so Filme wie Bube, Dame, König, Gras und Schweine und Diamanten. Jawohl. Das ist eine neue Region. In Hitzgarden. Das Schloss von Meister Feurisch. Was? Nur noch 3 Tage übrig, um beim kostenlosen Test mitzumachen? Leg los. Hä? Ah, den Ritter kann ich kostenlos testen. Ja, aber warum soll ich ihn denn kostenlos testen wollen? Ich habe doch den supergeilen Magier. Was? Kommentar will ich nicht. Geh weg. Husch. Kann man ihn wieder zumachen? Muss man doch. Ah, so. So, jetzt gucken wir aber mal kurz. Wenn wir XP. Was steht da? Irgendein Boost, ne? Fortschrittsmodifikator. Ah, alles klar. Jo, jetzt haben wir jedenfalls einen ganzen Haufen Krempel. Das muss ich nachher in Ruhe mal durchgucken. Jetzt will ich mal kurz mal meine Verteidigung angucken. Ah, alles klar. Die sehen jetzt so aus, die Festung. Sich da was getan hat. War das Schloss nicht gültig? Ach so, ich habe ein Huhn umgesetzt. Deshalb, das muss ich dann erst wieder. Immer wenn ich das Schloss eben verändere, muss ich danach testen. Dann ist es erst freigegeben. Ich hatte aber, glaube ich, nur ein Huhn umgesetzt. Doch, gell, da war die, glaube ich, dabei, oder? Weiß ich gar nicht genau, wo ich das hier gerade umgesetzt habe. Und dementsprechend hat ich das dann getestet. Aber das interessiert mich jetzt mal. Verteidigung. Nö, da ist jetzt noch nichts dazu gekommen. Einfach nur durch eine neue Gegend. Ah, genau, das ist dieser Grashügelstil, den ich gerade verwende, genau. Das Nottingham könnte ich auch haben, aber ich will so ein Rotzschloss nicht. Ja, okay, wenn dann sich erstmal hier nichts getan hat, dann würde ich sagen, ich setze einen Cut. Wir sehen uns hier wieder, wenn ich wieder noch ein Stückchen weiter bin, noch ein bisschen mehr irgendwie gebaut habe und gemacht habe. Das Spiel, das finde ich großartig. Da seht ihr mich noch häufiger. Nicht umsonst ist jetzt auch Infrakta hier vertreten. Bis jetzt leider nur mit einem Clan-Mitglied. Der ist so geil, ey. Direkt an mir vorbeigezogen. Was ein Nasebär, ey. nachher noch angesprochen. Das kann jetzt sein, dass der Clan-Führer im niedrigen Level ist. Ja, da muss er mal zurückstecken. Der muss jetzt erstmal 2 Tage Auszeit nehmen, damit ich an mir vorbeiziehen kann. Ach was, Späßle. Ich freue mich ja, wenn noch mehr Clan-Kameraden immer mit mir in so ein Game reinkommen. Meistens klappt das ja nur, wo geballert wird, aber hier das scheint, nachdem ich gestern Abend ganz begeistert noch erzählt habe im Team-Chat von dem Spiel, vorgestern, irgendwann, da ist er noch dazugekommen. Ein paar andere habe ich so gespürt, so von wegen so, könnte man vielleicht mal gelegentlich auch mal angucken.
Gut, gut. Also, wie gesagt, wir sehen uns hier wieder. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Spiel, einem anderen Video. Macht es gut. Tschüss.